Schönen guten Tag, Vitali Klitschko, Wladimir Klitschko. Wir stehen hier vor einem Gebäude in Kiew, was angegriffen wurde. In Deutschland hat man ja das Gefühl, der Krieg ist nur noch im Osten. Wir sehen hier, in Kiew kann sehr wohl noch was passieren. Vor einer Woche 4 russische Raketen geflogen nach unserer Stadt und unsere Werk zerstört. Ja, das ist sogenannte spezielle Operation, was Russen sagen gegen die militärische Einheiten. Nicht nur noch einmal zu sagen, das ist ein Unternehmen, welches produziert seit Jahrhundert Waggons und niemals militärische Equipment produziert. Und was interessant, Waggons, was transportieren Getreide. Und meiner Meinung nach, genau das ist gleich getroffen in diese Unternehmen, in diese Gebäude, wo Waggons für Getreide produziert. Das ist Ukraine und die ganze Europa aus Hunger. Das ist die Sinn, sehe ich, nur der einzige Sinn, wieso an diese Unternehmen angegriffen wurden. Wladimir, du bist genauso wie Vitali seit Beginn des Krieges, vor dem Krieg in Kiew. Wie fühlt sich die Stadt an für euch momentan und wie fühlt sich das dann an, wenn man sowas sieht hier? Das Leben ist zurück in der Stadt, das kann man spüren. Vergleich wie das Anfang oder Mitte März gewesen. Das war eine Geisterstadt, es waren keine Menschen, es waren keine Autos, keine Fahrzeuge. Jetzt ist das natürlich, das Leben sozusagen ist zurück. Aber der Frieden ist sehr zerbrechlich. Genauso wie das, Sie haben gerade gesagt, Gebäude ist hinter uns, ehemalige Gebäude, also von dem Gebäude sind nur Ruinen geblieben. Man sieht auch, dass diese Frieden und diese Leben sehr zerbrechlich. Und das kann passieren in jeder Sekunde und jedem Moment. Die Sirenen laufen nach wie vor. Wie gesagt, nur vor ein paar Tagen, eine Woche her, sind die 4 Raketen angeschlagen worden in der Stadt. Wir sind in der Stadt, wir sind in Kiew. Und wie gesagt, man muss wirklich dann daraus auch einiges tun, weil der Himmel über unsere Köpfe ist nicht sicher. Und das muss auch Europa verstehen. Letztendlich, wir sind Teil von Europa, wir sind Teil von dem Ökosystem. Es ist auch der Sinn dieses Angriffs, um die Getreide zu stoppen, um Hunger nicht nur nach Asien und Afrika, wo die Ukraine durch das Schwarze Meer diese Getreide liefert, sondern diese ganze Kommunikation, was Lebensmittel betrifft, auch in der Ukraine genauso wie in Europa betroffen wird. Jetzt sehen wir vor allem im Osten heftige Kämpfe und wir hören die Warnung, dass die Ukraine, Vitali, nicht genügend Munition hat, nicht genügend Waffen. Wie entscheidend ist die Phase momentan im Donbass? Blau, Himmel, Sommer, das ist ein Gefühl, denke ich mal, in Europa auch. Eine Täuschung, dass es einen Frieden gibt. Das ist eine Täuschung, dass es ein paar hundert Kilometer von hier ein richtiger Schlag läuft und wo die russischen Einheiten greifen Ukraine und die Russen hat mehr Soldaten, die Russen hat mehr Artillerie, mehr Equipment und deswegen wir brauchen dringend Unterstützung, weil ich möchte noch einmal betonen, noch einmal wiederholen, für jeden, wer hört uns, wir verteidigen nicht unsere Städte, unsere Familien und unser Land. Wir verteidigen auch die Werte, was hat jede demokratische europäische Staat. Aber trifft es zu, dass die Munition ausgeht im Osten? Was geht die Munition? Wir brauchen Unterstützung. Wir brauchen eine Munition. Wir brauchen moderne Waffen, Verteidigungswaffen, weil wir greifen an keine, wir verteidigen unser Land. Was passiert, wenn diese Waffen in den nächsten Tagen und Wochen nicht kommen? Das bedeutet, noch mehr ukrainische Helden wird sterben. Die kämpfen mit einfachen Waffen gegen moderne Waffen, was hat die Russen. Wir müssen verteidigen unsere Soldaten verteidigen unser Land und das ist urwichtig, heute eine moderne, schwere Waffe zu bekommen. Ich möchte noch einmal betonen, Verteidigungswaffe, wir greifen keine, wir verteidigen unser Land. Wladimir, droht die Ukraine, diesen Krieg gerade im Osten zu verlieren? Und wenn das passieren sollte, ist das auch die Schuld des Westens, weil keine Waffen kommen, also die Schuld Deutschlands, Frankreichs, all dieser Länder, die bislang nicht so viel geliefert haben, wie die Ukraine es sich wünscht? Was die Schuld betrifft, man kann das hin und her schieben. Schuld liegt an russischer Seite, definitiv an diesem Krieg.
Es ist wichtig zu verstehen, wenn wir fallen, fällt ihr auch. Wir sind in einem Ökosystem. Wir sind verbunden miteinander. Frieden, Demokratie, diese schöne Welt, was beschrieben wird, wird hier zerstört in der Ukraine. Und wie gesagt, wenn wir fallen, werdet auch ihr fallen. Was passiert da gerade im Osten? Wir sehen die Schlachten im Donbass. Viele Deutsche kennen diese Ortsnamen nicht so wirklich. Slawiansk, Kramatorsk könnte als nächstes fallen. Aus eurer Sicht, will Putin dann noch weiter? Wird er wieder versuchen, auch größere Städte wie Odessa, wie Saporoschia und am Ende Kiew? Kiew, auf jeden Fall. Kiew war ein Ziel und bleibt ein Ziel. Und nicht nur Kiew. Putin schon persönlich sagt, er bekommt die Territorium, was hat gehört an seine Imperie. Und wir müssen auch nie vergessen, das ist zum Imperium, das ist, wir hören die Stimme von Russland. Gehören die baltischen Länder, gehört die Polen. Aber lass uns kurz bei Kiew bleiben, Vitali. Also das heißt, du glaubst, dass wenn er im Osten erfolgreich ist, er erneut versuchen wird, auf die Hauptstadt zu marschieren? Er wird weiter marschieren und seine Interesse endet nicht in Donetsk und Lugansk. Seine Interesse und Ambitionen endet nicht in Kiew und nicht die Grenze der Polen. Ich bin fest überzeugt, der Putin geht so weit, wie weit wir lassen ihn zu gehen. Und wir schließen nicht aus, dass es, ihr Deutsche müssen nicht vergessen, die ein Teil von Deutschland war auch ein Teil von sowjetischer Imperie. Wladimir, du, wie nimmst du momentan die Debatte in Europa und insbesondere in Deutschland wahr um diesen Krieg? Es ist ein bisschen weniger Aufmerksamkeit natürlich nach diesen Monaten. Was macht das mit dir? Das Ausdauer spielt eine wichtige Rolle. Dieser Krieg ist, leidet sie sich durch mehrere Monate. Und wahrscheinlich man wird auch müde sein, wahrscheinlich wird man müde sein in Deutschland, von den Ukrainern zu fragen, bitte helfen und mehr helfen. Und solange dieser Krieg läuft, muss diese Unterstützung stattfinden. Humanitärische Unterstützung, militärische Unterstützung und jede andere. Weil Krieg zerstört das Leben. Und es wird an die Tür der Europäer klopfen. An die Tür der Deutschen klopfen. Man darf das nicht unterschätzen, weil es läuft schon über 3 Monate. Und es wird noch mehr länger und länger laufen. Und werden noch mehr Leben und Gebäude zerstört. Jetzt haben wir berichtet, dass noch in diesem Monat bis zum G7-Gipfel Olaf Scholz, Emmanuel Macron und Mario Draghi eine Reise planen. Genau terminiert ist sie nicht öffentlich. Vitali, wie oder was wünschst du dir von diesen 3 Staatschefs, wenn sie kommen? Was sollten sie mitbringen? Was ist das Wichtigste für die Ukraine gerade? Wir hören seit Monaten, dass Waffe wird geliefert. Die Unterstützung kommt bald. Ich spreche mit Militärleuten, dass es ein Teil von Unterstützung kommt, aber nicht in solche Menge, wie wünschen wir. Und das bedeutet, wir verlieren. Wir verlieren einen Teil von Territorium, wir verlieren menschliche Leben. Und müssen wir auch nicht vergessen, wenn die Russen fangen an, zu weit zu marschieren, das kann gefährlich für jeden Europäer sein und eine falsche Anstellung. Wenn jemand in Deutschland denkt, der Krieg weit weg, stimmt nicht. Er kann betroffen jeden in der Europäischen Union. Also die 3 und sollen ich mitbringen? Wir brauchen für 3, für Lydia, für wichtigste Länder, harte Unterstützung, Sanktionen, Waffen und Lieferung schnell wie möglich. Und die Liste von Waffen haben wir schon an alle Länder angegeben. Und das ist die jeden Monat, das ist tausend und tausend so Menschen. Jede Stunde, jeder Tag zählt, Wladimir. Wenn du daran denkst, dass diese 3 Staatschefs jetzt demnächst irgendwann hier nach Kiew kommen könnten oder kommen werden, was ist dein dringendster Wunsch? Ich glaube, man kann das besser fühlen und sehen, wenn man Bucha, Irpin und Gastomel besucht. Es ist nicht mehr so, wie es mal war im März, als die russische Armee diese Städte verlassen hat. Aber wenn die 3 Chefs das mit ihren eigenen Augen
sehen und spüren auch und auch die Menschen treffen. Dann werden die, glaube ich, mehr emotional aufgeladen, um diese Hilfe, diese notwendige Hilfe uns zu geben. Mit allem Zeug. Waffen, humanitäre Hilfe, finanzielle Hilfe und so weiter. Deswegen glaube ich, ganz wichtig, am Ort zu sein. Wie könnte, wenn diese drei in Kiew sind und mit Zelensky sprechen und mit euch möglicherweise sprechen, werden sie auch danach fragen, wie kann Frieden aussehen in der Ukraine? Und da gibt es ja verschiedene Debatten. Die einen sagen, man muss jetzt verhandeln. Andere sagen, auf gar keinen Fall, solange Putin auf ukrainischem Territorium ist. Wie ist deine Meinung dazu? Auf jeden Fall, der Frieden muss nicht so aussehen. Nur in unserer Hauptstadt mehr als 300 Gebäude renoviert. Mehr als 120 Menschen gestorben für ihre Kinder. Wir wünschen Frieden in ganz Europa und wir müssen gemeinsame Kraft alles machen, die Frieden zurück in Ukraine bringen. Das ist ein riesiger Druck an Russland machen. Finanziell, wirtschaftlich. Sanktionen wirken sehr gut. Und noch einmal, wir sind bereit zu kämpfen. Zu kämpfen. Und wir verteidigen nicht nur unsere Familie, wir verteidigen auch in jeder Europäischen Union. Und die Europäer muss das alles begreifen. Und so etwas, hoffen wir, sehen wir nicht in Westen, in Europa. Wir haben nie gedacht, so etwas kann passieren in unserer Hauptstadt. Und hoffe ich, so etwas wird nie in Europa passieren. Aber gibt es Möglichkeiten, wenn Putin sagt, oder Putins Truppen die Ukraine zumindest im Osten nicht verlassen werden und immer weiter kämpfen werden, dann kann es ja ein ewiger Krieg werden. Wir alles machen, den Krieg zu stoppen und unsere Territorien befreien. Es ist unmöglich. Ewig wird das nicht dauern. Klare Isolierung, wirtschaftliche Isolierung von Russland und Unterstützung der Ukraine mit Waffen, mit humanitärische Hilfe, finanzielle Hilfe. Dieser Krieg wird nicht lange dauern. Ich bin davon fest und überzeugt, wenn diese Unterstützung kommt. Wie lange glaubst du? Monate, Jahre? Wenn Putins Russland wird es nicht sehen, dass die ganze Welt ist gegen diese Aggression, dann wird es einfach weitergehen. Aber die Welt muss es mit einer Front, in einer Front stehen, gegenüber von dieser Aggression und damit auch zeigen, wir sind damit nicht einverstanden. Es muss gestoppt werden. Nur so wird es dann funktionieren. Russische Wirtschaft integriert auch in europäische Wirtschaft und die brauchen Ersatzteile für wirtschaftlich, für seine Ökonomie, für seine Wirtschaft, für seine sogar Militär. Und deswegen, die Sanktionen wirken ziemlich gut und deswegen bitte stoppen, die Geld an Russland schicken, weil das ist Energiesanktionen, Öl, Energiesanktionen, Ölgas, weil die jede Geld, Cent, Euro, was wird nach Russland geschickt, das ist blinde Geld, weil die Geld wird sofort in Armee investiert und dann sehen wir solche schreckliche Bilder, nicht nur in Kiew, auch in Westukraine und überall. Ich hoffe nicht in Europa. Deswegen gemeinsam unser Ziel, das alles zu stoppen. Wie nimmt man in der Ukraine die Debatte um Wladimir Putins Gesundheitszustand wahr? Es gibt da ja immer die Frage, was hat er für eine Krankheit, wie lange könnte er noch leben? Ist das hier ein Thema in der Ukraine? Diejenige, die hat Leben von Millionen von Menschen zerstört, von erst diesen Krieg angefangen und er kann diesen Krieg stoppen. Und wenn er Krieg stoppt nicht und sehr viele Diskussionen, vielleicht stirbt er, weil hat er nicht viel Zeit zu leben. Das ist viele Spekulationen wegen Krankheiten, er ist krank oder nicht, wieso er hat diesen Krieg angefangen. Ich möchte nicht auch, ich habe keine Info darüber zu diskutieren, das ist nur Spekulation, reine Spekulation. Aber der Wunsch von Millionen von Menschen, wer hat Leben ist zerstört und Tausende von Menschen hat Leben verloren. Ein riesiger Wunsch, die Putin oder
muss gehen oder muss verschwinden oder muss zum liebe Gott muss ihn zurücknehmen. Ist das die Hoffnung der Ukrainer, dass Wladimir Putin sterben könnte? Das ist die Hoffnung von der ganzen Welt, egal was es ist, dass dieser Krieg gestoppt wird. Mit jedem Mittel. Weil diese Zerstörung, diese Tötung, Mörderung, Völkermord muss gestoppt werden. Mit jedem Mittel. Es spielt keine Rolle, weil zu viele Menschen leiden. Nicht nur Erwachsene, vor allem auch Kinder. Bis 1000 Kinder sind getötet worden oder verletzt worden in diesem Krieg. Letzte Frage. Viele Deutsche haben in den vergangenen Monaten seit Beginn des Krieges auf euch geschaut, auch wie es euch geht. Auch ihr standet auf oder steht auf einer Todesliste von Wladimir Putin. Wie geht's euch heute und was ist die Sorge um das eigene Leben momentan, auch in Kiew? Wie jeder Ukrainer, wer befindet sich in der Ukraine, steht in der Risiko. Weil jede Sekunde, jede Minute kann eine Rakete hier zu landen, in jedem Gebäude in unserer Stadt, jedes Gebäude in unserem Land. Und deswegen, jede Ukraine steht in Risiko zu sterben. Wir haben keine Angst davon, selbstverständlich, wir wünschen nicht, wir wünschen für jede so lange wie möglich Leben zu genießen. Aber wir verteidigen unser Land, wir verteidigen unsere Städte. Und deswegen, unser Vater, die ehemalige Militär, hat uns an uns beigebracht, eine große Ehre zu sterben, wenn verteidigst du sein eigenes Land, seine Familie. Wir wollen nicht, aber ich glaube, wir haben keine Angst. Wladimir, du bist auch eben seit Beginn oder vor Beginn des Krieges hier. Wie geht's dir mittlerweile? Das eine und das andere. Du bist gestern in die Living Legend aufgenommen worden, der Boxer, wo Vitali schon seit ein paar Jahren dabei ist. Was ist das für ein Gefühl, hier in der Ukraine zu sein, obwohl du eigentlich wahrscheinlich in den USA hättest sein sollen, um diese Ehrung aufzunehmen? Die Welt tickt ganz anders. Vor dem Krieg und jetzt während des Kriegs. Mir persönlich eigentlich nicht mehr so wichtig, wo ich gerade bin oder sein sollte, in Canastota, beim Hall of Fame. Natürlich, im vergangenen Leben als Sportler, es ist eine Ehre, da zu sein, aber es ist noch größere Ehre, hier zu sein, in der Ukraine. Und noch größere Ehre, diesen Frieden doch zu verteidigen in der Ukraine. Und es ist nicht nur die Ukraine, sondern das auch betrifft die ganze Welt. Und deswegen bin ich hier und deswegen ist es schön zu wissen, dass irgendwo ich gefeiert werde, genauso wie mein Bruder, dass wir beide jetzt in Hall of Fame in Canastota unseren Platz oder die Namen sind reingeschrieben und das bleibt noch so. Herzlichen Dank, Vitali Klitschko und Wladimir Klitschko. Wir sehen hier die Zerstörung hinter uns. Das genau ist vor einer Woche passiert und das auch als Botschaft für diejenigen, die glauben, dass der Krieg Kiew nicht mehr erreichen könnte. Wir sehen hinter uns, auch Kiew ist immer noch in ständiger Gefahr. Herzlichen Dank. Danke. Schönen Dank.